Und willkommen zurück auf meinem Originalspielstand und zu Beyond Two Souls. Ja, ich hatte den letzten Part ja ein bisschen früher abgebrochen, weil hier Spielstandwechsel und so, weil Absturz. Wisst ihr ja alles, habt ihr alles mitbekommen. Ja. Beim letzten Mal, da sind wir jetzt hier aus dem Krankenhaus. Sag ich jetzt einfach, ich nenne es jetzt einfach mal Krankenhaus. Ausgebrochen. Und dank Aiden konnten wir den Sicherheitsmann irgendwie überlisten. Und wie wir sehen können, befindet sich Jody in ihrer, naja, Blütezeit. Überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Und wir müssen schnell abhauen. Schickes Outfit, habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Ja, wir müssen irgendein Auto finden. Am besten das von Cole. Und da es hier sonst kein anderes gibt, nehmen wir am besten mal das. Und ab hier ist dann auch wieder alles blind. So, Tür zu. Ja, nehmen wir uns doch mal einen Schlüssel. Oder Aiden nimmt sich den Schlüssel. Und lass den Motor an. Ach, jetzt müssen wir mit Aiden Auto fahren. Ach, stimmt. Jody kann, glaube ich, gar nicht Auto fahren. Wir wissen ja nur, dass er ab irgendwann Motorrad fahren kann. Warte mal. Anlassen. Ja. Achso, ach, wir müssen ja einsteigen. Sonst bringt uns das alles nichts. Na gut, dann steigen wir doch mal ein. Ich will mal interagieren mit Dreieck, aber das geht ja gar nicht. So. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Verlassen, starten, schaden. Los geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Ja, dann fahren wir doch mal ganz in Ruhe. Jody? Ja, bitte? Los, ein! Los, los! Verdammt! Sicherheitszentrale, los! Oh nein, jetzt sind wir wirklich ausgebrochen. Aber die härteste Form vom Ausgebrochen. Was denn? Was machen wir nun? Aussteigen. Und nun? Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Wo will sie denn hin? Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Heißt, glaube ich, ja. In den Wald bringen und zusehen, dass nichts passiert. Wohin denn genau? Also, wir haben ja nur eine Option in den Wald. Wir müssen ja hier irgendwo rein. Wo kann man denn hier rein? Da vielleicht so runter? Nee, das geht nicht. Muss doch irgendwo einen Weg geben. Ja. Gut, dann... Wo geht's in den Wald? Bring ihn in den Wald, das ist ja auch nett. Hier vorbei vielleicht? Oh, okay, offenbar nicht. Das ist schon scary mit den Augen so, wenn Aiden die Menschen übernommen hat. Hab ein bisschen was vom Zombie. Ich weiß aber auch jetzt nicht genau, wo soll ich denn? Hier so runter. Müsste doch gehen. Wie geht denn das nicht? Ups. Ja, viel weiter kann ich ja auch nicht. Hier ist ja bald kein Wald mehr. Nee, weiter kann ich nicht. Wie ist denn hier bitte Wald definiert? Ah. Ah, das ist also Wald. Okay. Okay. Ah, eine Kneipe, Red House. Tja, hier ist die Bar. Und die anderen müssen schon reingegangen sein. Ich ahne sehr fieses, fürchterliches und ich weiß auch nicht. Also, es kann ja echt nur böse ausgehen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Naja. So, rein. Aha. Okay. Ja, irgendwie. Keiner da. Wir warten. Wir warten, dann, warten wir halt. Setzen wir uns hier hin. Und warten, wenn Jodie das gerne möchte. Oh, ja, wie alt sind sie? 21. Ich will nur eine Nummer. Naja. Oh oh. Kriegt da ganz ungutes Gefühl. Das war ja schon die ganze Zeit. Und trinken wir noch. Nee, ich wollte eigentlich mich da wieder hinsetzen und einen Schluck trinken. Kann man hier nichts trinken? Ich will doch nicht. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen uneinsichtig. So. Es will nicht funktionieren. Ach nee, ich glaube, ich habe es komplett falsch verstanden. Man muss ja immer in die Richtung drücken. Ah. Ja, logisch. Ja. Irgendwie scheint da niemand zu kommen. Ja, die starren uns an. Das gefällt mir nicht. Ja, was soll man denn machen? Ich hätte auch lieber draußen gewartet und nicht drin. Gehen wir raus. Wir gehen raus. Ich will hier eigentlich gar nicht, ich will hier nicht drin sein. Gehen, bleiben. Ich weiß es nicht. Bleiben. Wir gehen. Bestimmt gesünder. Und es ist niemand mehr gekommen. Allein. Aber da niemand gekommen ist, ist uns auch nichts passiert, weil wir ja früh genug gegangen sind. Das hat bestimmt ein richtig böses Ende genommen. Oh. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jodie, also sag ich's dir einfach. Was sagst du? Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Was? Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Dawkins, genau, so war das. Das könnt ihr nicht bringen. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Das geht nicht. Wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? Er lügt. So ist es das Beste. Ja. Auf Wiedersehen. Ich glaube, es sieht Jodie ein bisschen anders. Ich möchte doch nichts weiter als aus dieser sterilen Umgebung wieder raus. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Na, wenn du wüsstest. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Los, komm. Er verschwindet auch echt keine Minute.
Verdammt. Ich hätte vielleicht doch noch was machen sollen. Ah, cooles Poster. Julie, wir sind hier. Wir sind immer für dich da. Immerhin hat sie mit Nathan auch jemanden gefunden, mit dem sie ihr Leben lang vertrauen kann. Navajo. Was ist denn bitte Navajo? Und das wäre jetzt eigentlich echt eine sehr kurze Sequenz, habe ich festgestellt. Vergebung. Ach, wir haben den Typen nicht geschubst und deswegen haben wir ihm vergeben. Verstehe. Oder hätten wir ihn umbringen müssen? Also sollen, also ich weiß auch nicht. Naja, Navajo. Oder Navajo? Navajo vielleicht. Navajo? Oh. Oh. Was sind wir denn? Das ist ja mal eine ganz andere Szenerie, als wir es gewohnt sind. Hä? Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Ach, wir suchen nach etwas, okay. Beziehungsweise sie sucht nach etwas. Da vorne ist ein Haus. Aber ich finde es spannend, nur zu wissen, ob es hier irgendwo Wasser gibt. Das kann sie bestimmt mal gut gebrauchen, um so einen Schluck zu trinken. Ob es hier irgendwo... Bäh. Ups. Verzeihung. Wasser. Sieht schlecht aus. Also gehen wir erstmal weiter. Navajo, wir suchen nach einem Ort. Okay. Aber warum? Oh. Oh. Verdammt. Mist. Zu spät gedrückt. Also noch ein Stück laufen. Die nächste Chance wird kommen. Dann will ich wirklich per Anhalter mitfahren. Ich weiß es nicht. Per Anhalter fahren ist immer so eine Sache. Es ist mitunter gar nicht mal so sicher. Vor allem hier mitten irgendwo. Nimm uns doch bitte mit. Offenbar nicht. Schade. Dass sie echt einfach kein junges Mädchen mitnehmen wollen. Naja, vielleicht ist es ja auch besser. Erstmal hinsetzen. Es wird alles wieder gut. Ja. Wir kriegen das alles wieder hin. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Das ist eine sehr gute Beschreibung deiner Lage. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Da, Haus. Ich kann doch mal nachfragen, ob die da irgendwas zu trinken haben. Mitten. Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Mitten im Irgendwo. Ich würde sagen, am besten ist, wenn wir erstmal ganz nett da irgendwo anklopfen. Bevor wir uns jetzt irgendwie selbst bedienen. Huch, ich sehe. Wo klopft man hier denn am besten an? Da? Hallo? Macht. Oh, doch. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. In der Scheune vielleicht? Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Ja. Sparso, Akurinao, Dobone, Zarahe.
Ah, natürlich. Verstehe. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Danke. Komm rein. Sogar drin. Oh, vielen Dank. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Ui. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Oh, okay. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja. Ja, danke. Wo setzen wir uns denn hin? Da vorne. Sieht's doch für uns gedeckt aus. Dann setzen wir uns doch hier mal hin. Sowas. Und, was noch? Das da vielleicht? Fangen wir mal beim Mais an. Sie guckt. Mal einen Schluck trinken. Nach Ewigkeiten. Stunden, tagelang gelaufen und endlich mal was trinken. So, Prösterchen. Was gucken die denn so? Irgendwie erschließt es mir das Ganze nicht so ganz. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Sind wir doch mal ehrlich. Ich ziehe einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Pferde, Ranch, Pferde. Seid ihr Pferdezüchter? Ja, Mustangs. Hui. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Ah. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht cool. Viel, aber es reicht für uns aus. Schön. Alleine, Ranch? Allein? Das ist die erste Ranch in der Gegend, seit Meilen. Hm. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Hm. Das Leben ist hart hier draußen. Hat sie festgestellt? So ein Ranch? Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Hm. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren. Und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir also. Hm. Ja. Oh. Oh oh. Was ist los? Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Irgendwie wird das alles gerade ziemlich ungemütlich. Kommst du mit? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Ich hab keine. Warum drehen denn da vor der Rüst? Warum drehen die Pferde so durch? Das interessiert mich jetzt. Ich kann nur mitgehen. Verdammt. Oh Mann. Okay.
bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Was geht denn hier ab? Na gut. Ups. Ja. Dann, schön. So, Moment. Ja. Ich hab so eine Vermutung. Aber dann werden wir im nächsten Part mal schauen, ob sich diese Vermutung auch bestätigt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.